Ihr könnt in der Luft oder eher im Erdreich etwas Finsteres spüren. Etwas, was euch bis ins Mark erschaudern lässt. Seid euch, wie gesagt, nicht ganz sicher, was es ist, wenn ihr runterkommt, aber eine unermessliche Stille liegt jetzt über diesem Dschungel und ihr könnt nichts weiter hören als eure Schritte, die dann durch das hohe Gras ziehen und Und die eine Tür. Einförmigkeit lastet auf eurem Geist und einer ekelerregenden Furcht, die euch umgibt, denn ja, natürlich ist es tagsüber leise oder nicht ganz so laut wie ja, in einem normalen Dschungel, aber ihr hört nichts außer euren Schritten. DJ, diese Stille ist zwar auf eine gewisse Art und Weise angenehm, aber sie treibt mehr Furcht in die Glieder als der laute Teil. Ja, auch Bruder, Schwester. Der Dschungel weiß, wenn Unheil im Anmarsch ist. Wenn es Sollen, nur wir still sollten ist. wachsam bleiben. Sollten wir schnell auf einen Baum klettern vielleicht? Weiß nicht, was hier ist. Könnte auch etwas sein, wo es uns auch nicht hilft, wenn wir auf den Baum klettern. Wir sollten einfach auch für alles bereit sein, falls uns irgendetwas angreift. Ja, ihr klopft jetzt genauso wie jedem weiter nach hinten durchgehend immer ab, von wegen Bereitschaft Waffen ziehen. Und dann weiterlaufen. Gebt den Befehl weiter nach hinten durch. Wenn es hier still ist, wo sind dann die Affen? Das weiß ich nicht. Mach, Sind gib natürlich noch deinen Befehl da, weiter aber nach sie hinten. machen. Gib Nein, deinen Befehl sag weiter nach ich. hinten. War das ja oder nein? Bitte, ich hab's gar nicht verstanden. Ob du den Befehl weiter nach hinten gegeben hast, den ich jetzt gerade gegeben habe. Waffen ziehen? Genau, Bereitschaft. Waffen ziehen und weitermachen, weiterlaufen. Ja, ich gehe dann die Reihe ab und sage Bescheid, dass sie wachsam bleiben sollen. Ja, wie gesagt, zu der Stille, die Stimme von dir hört sich viel zu laut an. Auch die, ja, das Hören, die Fähigkeit zu hören bei Brin, nicht bei Brindigian, bei Fadaios, ist wieder etwas besser geworden in dem letzten Tag. Aber trotzdem könnt ihr etwas spüren. Ja, es ist fast so wie damals, als ihr in Boran das erste Mal auf den Belhal-Ha-Hochpaktierer getroffen seid. Diese bedeutungsschwangere Luft, irgendetwas Böses, führt euch wieder beobachtet. Als ob die Bäume Augen hätten. Umschau marschiert man weiter. Die Angst wird man versuchen, indem man sich selber Mut einredet, zu bekämpfen und ja, man aufmerksam ist. Kann man irgendwie sehen, dass die Natur hier anders aussieht, abgesehen von den fehlenden Tieren? Naja, jetzt in den letzten paar Tagen ist die Natur weniger rot, sondern mehr schwarz geworden. Und wie gesagt, immer mal wieder der eine Baumwürger, dann der Parda, dieser Papagei mit den Spinnenbeinen. Man kann es nicht wirklich greifen, aber ja, die Lianen, die schwarz nach oben puckern und die das Harz nach oben transportieren, das eine oder andere Mal ist es vielleicht ein bisschen mehr geworden. Und schaut euch weiter um, als ihr dann, ja, vorne den Befehl bekommt, beziehungsweise, ja, das Kommando, dass man wieder stehen bleibt. Jalan hat nämlich etwas entdeckt, und Ramiras und Brindijan haben es ebenso gesehen, und wenn der Fadaios, und die anderen Helden, die anderen Mitglieder nach vorne treten, könnt ihr sehen, dass ihr vor einem riesigen Farnfeld angekommen seid. Das ist nicht so wie ja, diese Plantage, wo etwas abgeholzt worden ist, sondern ja, hier hat sich die Natur aus irgendeinem Grund zurückgezogen. Es gibt keine Bäume. Ihr könnt, ja, vielleicht ist es meilenweit. Ihr könnt zumindest weitergucken und seht nur Farn, Gräser, teilweise menschenhoch, teilweise ja, kniehoch, bis zur Brust, je nachdem, wo man gerade lang geht. Dijon, könnt ihr uns etwas dazu sagen? Das sieht seltsam aus. Ich Ihnen etwas dazu sagen? Das hast du auch noch nicht gesehen. Und das ist so das, was dir mit am meisten Angst macht. Normalerweise weißt du ja, was in deinem Maraskan passiert und kannst immer einen klugen Spruch bringen, die anderen davon überzeugen, dass sie noch viel lernen müssen. Aber hier sieht es aus, als ob irgendetwas Riesiges, eine gigantische Schneise in den Dschungel gefahren hätte.
Sehr ungewöhnlich. Dir kommt kurz die Geschichten nach oben von einem Riesen, der hier ja durch Maraskan streift und teilweise Bäume umknickt, aber dieses Feld ist so gigantisch groß, dass es nicht einmal ein Riese umwälzen könnte. Sehr ungewöhnlich. Normalerweise erobert sich der Dschungel die kleinste Schneise binnen Tagen zurück. Und warum ist dann hier freies Feld? Das weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kann euch sagen, warum das so ist. Wir sind auf der richtigen Spur. Männer, der verlasse etwas lauter nach hinten. Keine Angst. Wir wissen, dass wir uns unserem Ziel nähern. Bleibt stark. Wir werden unsere Mission erfüllen. Wir sind die Besten, wir sind die Mutigsten, die wir uns hier aufgemacht haben. Und dann geht es zurück. Aber erst wenn unser Werk vollbracht ist. Wir Könnte nähern man uns dem DJ nicht Ziel. nochmal den Disco schmeißen? Am besten in die Richtung. Man deutet mit dem Finger weg von dem Feld. Gefällt mir, dass du deinen Humor nicht verloren hast. Meint das ernst, Ja. Mann? Wenn nicht mal der Magier weiß, was das hier soll, warum gehen wir jetzt die offene Fläche? Ich meine, wir können uns zwar im Gras verstecken, aber wir haben hier keinen Schutz, keine Bäume. Magister, er hat nicht Unrecht. Mir gefällt dieses Feld auch nicht. Können wir es umgehen? Ich bin auch der Meinung, ist das Feld denn so, dass man es umgehen kann, oder ist das so riesig, dass das ja extrem lange Also, dauern würde? ist es keine wirklich offene Fläche, kein, naja, nicht so kreisrund wie ein Dorf, sondern du gehst nochmal kurz zum Baumrand, zur Grenze, links, rechts. Diese Schneise ist gigantisch. Das wäre eine Tagesreise von, ja, mehreren Tagen. Du bist ja nicht ganz sicher, wie viele, weil du siehst auch nicht, wie die Baumgrenze dann irgendwann wo wieder anfängt. Auf der anderen Seite, ja, kannst gerne mal eine Orientierungsprobe würfeln, eine offene, um das einzuschätzen. Können die anderen auch gerne machen. Wie viele Meilen das durch dieses Farnfeld ist, aber das wird wahrscheinlich den ganzen Tag dauern, bis ihr euch da durchgekämpft habt. Aber man sieht Bäume auf der anderen Seite dann wieder, Auf der oder? anderen Seite fangen irgendwo wieder Bäume an und ihr könnt auch im Hintergrund jetzt die riesige Maraskan-Kette aufragen sehen, die ebenso bewaldet ist. Aber naja, das ist trotzdem ein ganzer Tag, den man jetzt durch dieses Fahren laufen muss. Können wir es Bruder, Schwestern, abbrechen? ich glaube, wir haben keine Wahl. Es kommt, aber durch den Farn scheinen wir doch schneller durchlaufen zu können. Haltet die Augen offen. Ich Schaut mich eure besorgt Kleidung an, nicht. ob das Zeug euch irgendwie angreift oder so. Haltet die Augen offen, wir müssen da durch. Die besorgen nicht die Pflanzen. Mich besorgt, was auch immer dafür gesorgt hat, dass es hier keine mehr gibt außer diesem Farn. Bruder, Schwestern, ich werde die Umgebung hier ein wenig aus der Luft auskundschaften. Vielleicht sehe ich ja etwas. Oder so fliegen. Oder wie Wie nennt man das? meine? Genau. Wartet einen Moment. Der Magier fängt wieder an, sich auszuziehen. Und kauert sich dann auf den Boden und spricht ja immer wieder, das dauert einen Moment, Adler, Wolf und Hammerhai, tiergleich mein Erscheinen sei. Netter Trick. In Praios Namen, was ist das? Mal Das ist wie ein blöd, bist du Vogel. ein Zauberer oder nicht? Wollt das mal für 15 Minuten machen, also 3 Spielrunden? Ja, problemlos. Ja, also der Magier, der kauert sich zusammen und irgendwann fangen an, seine Gliedmaßen sich zu verformen. Er wird kleiner, die Arme verändern sich, ja, die Gelenke auf einmal in Richtungen, die gar nicht sein sollten. Und irgendwann sitzt ein, ja, so eine Art roter Falke vor euch, der sich dann in die Luft schwingt. Schaut mit Begeisterung im Falken hinterher. Das also können Zauberer auch. Zauberei, Unheilige, verwandeln sich in Tiere. So zeichnet sich jemand, der sich in ein Tier wandelt, deswegen als unheilig, weil er sich in ein Tier wandeln kann, könnte ich Magie? Ja, sowas können normalerweise nur Geweihte. Oh, schön engstirnig, schön engstirnig. So kenne ich euch. Da weiß ich wenigstens, dass ich den alten Jalan vor mir habe. So, du hast einen Adlerschwinge Blutaal. Ah, genau.
Sind deine Werte angepasst? Nee, ne? Du kannst jetzt einfach nur fliegen. Das kostet dann Hab, ich dementsprechend. habe die, ich hab die Werte von dem Tier, aber das ist, glaube ich, bei dem egal. Also Ja. kämpfen werde ich mit dem sowieso. Nee, es geht jetzt nicht um Kampf, sondern eher darum, ob du vorher ein Adlerauge gezaubert hast. Nee, ne? Nee, das habe ich nicht. Dann, ja, es kostet dich natürlich mehr Energie. Du spürst es, wie es aus dir herausläuft. Einfach weil du jetzt dich nicht nur darauf konzentrieren musst, deine Form zu halten, sondern weil du auch gleichzeitig noch fliegen musst. Bei Landtieren ist es natürlich deutlich einfacher, das weißt du. Aber du versuchst krampfhaft die Matrix vor deinem Auge so zu halten, dass du dich hin und her schwingen kannst. Das Feld ist, wie gesagt, sehr hoch gewachsen. Es gibt hier eine oder andere Stelle, wo man sich gut verbergen könnte, also sich selbst. Da bist du aber auch nicht ganz sicher, ob sich da andere Dinge noch drin verbergen. Das ist natürlich etwas, was man abschätzen muss, aber ansonsten bist du sicher, dass dieser Marsch wohl, ja, mit der Geschwindigkeit der anderen, 4 Stunden dauert. Also, ja, schätze das kurz ab. Die Siesta etwas vorziehen, sodass man jetzt ausgeruht auf dieses Feld hinaufläuft und dann wird man wohl das bis zum Ende des Abends erreichen können. Okay, aber so Tiere oder wie größere zumindest sehe ich nicht Größere Feld. Tiere kannst du nicht erkennen. Kannst du mal eine Sinnenschärfeprobe würfeln? Um das noch einmal zu verifizieren. Offen oder verdeckt? Kannst du eine offene würfeln? Das ist eine Selbstbeherrschungsprobe. Warte. Ja, funktioniert gerade so. Du kannst in der Entfernung natürlich auch die Gräser sich bewegen sehen. Du fliegst noch ein bisschen näher heran. Das wird dann sowas sein wie ja, eine Kröte, eine ziemlich riesige, fette Kröte, die in so einem Wasserloch sitzt. Da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, dass man da, wenn's zu nass wird an der Stelle, nicht in so einem Sumpfloch verschwindet. Und wenn man so eine Kröte dann, naja, weiß natürlich, dass alle Tiere auf Maraskan giftig sind, aber so eine Kröte ist natürlich ziemlich fies. Ein paar Würgeschlangen, die du findest, du versuchst kurz zu widerstehen. Jetzt so eine saftige Schlange in deinem Schnabel. Kannst dich dann aber noch beherrschen. Und pünktlich nach, ja, ungefähr 15 Minuten, also einer Viertelstunde, kommst du dann wieder an der Baumgrenze an, wo du die anderen zurückgelassen hast. Ja, Also genau, das Feld also. ist natürlich voll mit Schlangen und Käfern, aber nichts Größeres, kein Parder, den du da entdeckt hast. Okay, ja, ich lande dann irgendwo auf einem niedrigen Ast und dann, ja, passiert das Gleiche, was ihr vorhin gesehen habt, rückwärts aus dem roten Vogel. Ja, er formt sich, ja, der Magier, den ihr kennt. Geht dann wie Ruhe in Schuh vor euch und greift wieder nach seiner Kleidung. Spürst du in deinem Nacken noch ein kurzes Zwicken und dann kannst du die letzte Feder herausziehen. Und ja, greifst du schnell wieder deine Klamotten, ziehst dir die Hosen an, die Schuhe und ja, mit deinem ganzen Gerödel am Mann vor den anderen. Ja, beim Anziehen schon, ja, und wie sieht's aus, so? Sollten es schaffen. Ich habe nichts Größeres gesehen, was uns gefährlich werden könnte. Ein paar Schlangen, aber sonst nichts. Wie lange werden wir wohl dadurch brauchen? Hast du das einschätzen können? Etwa 4 Stunden. Also wir sollten hier unsere Rast machen und dann aufbrechen. Okay. Ich fände es nicht gut, wenn wir in diesem Feld rasten. Wenn wir jetzt die Siesta machen, ist auch ganz gut. Dann können wir übrigens noch eine Zeit lang das Zeug beobachten, ob da in der Zeit sich was anderes, was auch immer anders ist, wenn wir das irgendwie eine Stunde beobachten, eben in der Zeit, wo wir Pause machen. Vorschlag. Männer, die sich in Vögel verwandeln. Dreyos, hilf. Mein Lehrmeister hatte einmal einen Bruder, von dem sprach er, ein anderer Ferdi. Er konnte sich in einen Albatros verwandeln. Das hätte ich gern gesehen. Ah, man kann sich in so ziemlich jedes Tier verwandeln, wenn man sich ihm nahe fühlt. Ihr fühlt euch also diesen roten, was ist es für ein Vogel? Ein roter Blutar nennt er sich.
Ja. Hübsch. Kann man den Käfer lesen? Habt ihr eure Lektion gestern nicht gelernt? Ich werde weiterhin auf Käfer sitzen. Besser als Würmer auf jeden Fall. Würmer sind eklig glitschig. Ja, okay. Dann sitzen wir jetzt die Mittagssonne aus und brechen dann auf. Also wir sitzen jetzt genau am Waldrand, oder? Wir machen jetzt unsere Rast. Ja, ich würde dann mal so ein paar Schritte mal in dieses Feld, in diesen Farn reingehen und mal schauen, was das für Pflanzen sind. Ob die schon hier nach Maraskan gehören oder ob das jetzt völlig fremd ist. Ihr dürft gerne alle mal eine Pflanzenkundeprobe schmeißen. Kommen die Würfel angeflogen. Rodrigo, Prodigian, Fadaios. Ja, ihr beobachtet den Farn und die hohen Gräser, während ihr dort sitzt, teilweise mit Stiefel ausgezogen, um eure Stiefel oder um eure Füße wieder zu schonen. Ist natürlich immer noch unglaublich anstrengend, euer Kopf schmerzt, eure Glieder, und ihr wollt eigentlich gar nicht weiterlaufen, aber ja, ihr habt euch freiwillig gemeldet und ihr könnt die Berge ja schon sehen, soweit ist es also gar nicht mehr. Klar, dann muss man noch irgendwie über diese Kette hinüberkommen, aber das wird doch wohl zu schaffen sein. Die sieben Gezeichneten haben das immerhin auch schon vor ein paar Jahren geschafft. Reißt euch zusammen. Brindigian und Ephadaios fällt auf, dass sich in unregelmäßigen Abständen etwas durch das Gras bewegt. Zunächst ist es euch nicht weiter aufgefallen, aber ja, diese Wellen, die durch das Gras laufen, eigentlich ungewöhnlich. Der Wind weht gar nicht. Ja, Magister, was ist das da vorne? Ja, habt ihr es gesehen? Dort war es wieder. Irgendein Tier nehme ich an, aber ich habe nichts gesehen, als ich dort drüber flog. Ich sag nur ein paar Schlangen, aber die können es nicht sein. Aber dann müsste das ja... Wie groß wäre das dann etwa? Ich schätze... Ja, eine halbe Mannshöhe oder so. Ja, und... War es jetzt nur an dieser einen Stelle oder war da hinten noch eins? Weil Fadaros schaut auch mal. Noch eine Welle, die sich da durch das Gras hindurchschlängelt. Einmal halb links und dann auf der rechten Seite. Ja, fast so wie wirklich, als ob da Wind hindurchstreift. Aber ja, euch ist wirklich dann aufgefallen, wenn ihr den Finger mal in die Luft haltet, ein bisschen anfeuchtet, der Wind weht gar nicht. Zumindest nicht so. Vielleicht eine Art Hund oder so, von der Größe her. Könnte sein. Vielleicht eine Antilope oder Freischafe. Vielleicht aber auch etwas, was Appetit auf uns hätte. Kann man so nicht sehen. Dann sollten wir vielleicht das Feld mit gezogenen Waffen durchschreiten. Ja. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Die Siesta vergeht. Ihr schaut euch ungut einmal um, blickt zurück in den tiefschwarzen, leicht rötlichen Wald hinter euch. Auf der anderen Seite das freie Feld. Alles ist immer noch ruhig. Dann ist die Zeit gekommen. Ihr schätzt ungefähr ab. Oh, eure Füße tun gar nicht mehr so sehr weh. Die Sonne ist gerade dabei zu wenden und wieder unterzugehen. Also, ja, wenn man jetzt losgeht, würde man auf der anderen Seite das rechtzeitig erreichen. Nun dann, Männer, keine falsche Müdigkeit. Auf die Beine. Rodrigo steht auf. Ach Gott, was uns jetzt wieder erwartet. Das wird bestimmt nicht schön. Leutnant Ramirez,
Sollen wir vielleicht für das Farnfeld eine andere Formation aufnehmen? Ich wüsste nicht, welche uns da hilft. Gut, und wie verhalten wir uns, wenn wir in eines von diesen, falls da wirklich ein Tier ist, wenn wir da reinlaufen? Wie immer, wir bekämpfen es oder wir gehen weiter, wenn es flüchtet. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu planen soll. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier erwartet, der da ist. Haltet die Augen offen, passt auf euch und eure Nachbarn und eure Umgebung auf. Mehr weiß ich jetzt gar nicht zu sagen, anhand dessen, dass ich da fahren sehe. Ja. Nun gut. Wir schauen einmal. Ihr begebt euch in das hohe Gras. Geht, es ist eigentlich relativ angenehm zu laufen. Jetzt die Sonne sticht natürlich runter. Ist nicht mehr ganz so schmerzhaft. Aber ihr könnt sie immerhin sehen und sie ist nicht mehr in dieses widerliche Rot getaucht von dem winterlichen maraskanischen Dschungel. Der Schweiß läuft euch hinunter. Geht weiter und weiter. Als ihr euch umdreht, als der ein oder andere sich umdreht, könnt ihr bemerken, dass euch wohl irgendetwas folgt. Die Wellen, die durch das Gras huschen, haben sich gedreht. Ihr könnt aber nichts erkennen, weil immer wenn ihr euch umdreht und sich die Gräser gerade wieder beruhigen, da steht nichts. Da, wo eben gerade sich die Gräser noch bewegt haben, ist nichts zu sehen. Also immer hinter uns, oder was? Unsichtbar. Also sozusagen hinter dem Einzelnen oder hinter dem Letzten, sozusagen hinter Giron? Ja, je nachdem, wo ihr gerade steht. Ich muss gerade mal schauen. Moment. Steuerung F. Genau. Natürlich auch hinter euch, aber auch an dieser Stelle. Das heißt, wenn Ephadaios hier sich einmal umguckt oder diese Richtung schielt, kann er auch hier diese Wellen sehen, die dann hier durch das Gras sich hindurch bewegen, an diese Richtung oder auch auf der anderen Seite. Irgendetwas marschiert neben euch. Unsichtbare Krieger. Ja. Rodrigo packt dein Schild etwas härter. Die Axt umkrammelt etwas härter in der Hoffnung, dass was auch immer kommt, er abwehren kann. Vielleicht ist etwas, was er anspringt. Wer weiß. Er rechnet auf jeden Fall damit, dass er vielleicht angesprungen wird von einem dieser Dinger. Wie weit weg sind denn diese Bewegungen? Ja, wirklich weit kannst du nicht sehen. Vielleicht befindet sich ja, weiter entfernt noch etwas mehr davon. Schätze es kurz ab. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Quasi direkt. Also, normalerweise müsste man sowas sehen, wenn es ein größeres Tier ist oder sowas wie eine Schlange. Guckst du mal auf den Boden, aber du siehst keine Schlange, du siehst keine Käfer. Es ist genau neben euch, es muss unsichtbar sein, wenn es dort ist. Oder es ist wirklich der Wind, der sich jetzt wieder natürlich so dreht, dass er euch verfolgt. Und Rigo schlägt 2-3 Mal mit der Axt in die Richtung, um den Farren an der Stelle, wo er sich zuletzt bewegt hat, wegzuschlagen. Also macht auch notfalls einen schnellen Schritt hin und zang, 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 schlägt den Farren da weg, um auf den Boden an den Stellen schauen zu können. Springt sozusagen so einen kleinen Schritt aus der Formation und zang, 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 schlägt er hier und wieder das weg, wo er sich gerade noch bewegt hatte, kurz vorher. Ob man dann irgendwas sieht, was da irgendwie sichtbar wird. Oder den Farn da entfernt hat an der Stelle mit 3-4 schnellen Schlägen. Lauft, lauft, das ist kein Gras. Das ist Jadusak. Lauf, Bruderschwestern. Und ja, ich laufe los. Rodrigo rennt mit. Vorwärts, vorwärts! Vorwärts, lauft! Was auch immer Jadusak sagt, ja, man kann es gar nicht aussprechen, was er da eben von sich gab, aber wenn er sagt, das ist kein Gras, dann läuft man. Wir kommen zu den Sprintenregeln. Ich habe mir das schon mal rausgesucht. Sprinten. Einmal sprinten, also eine Kampfrunde, sind 2 Ausdauerpunkte, die ihr verliert für 3 Sekunden. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr schon ziemlich kaputt seid. Für 30 Sekunden sprinten würdet ihr 20 Punkte Ausdauer verlieren. Das heißt, für eine Minute würdet ihr 40 Punkte Ausdauer verlieren. Ihr seid jetzt aber schon 3 Stunden marschiert. Beziehungsweise ja, nach 1,5 Stunden sagen wir einfach, ihr habt ja sowas wie 4 Punkte Erschöpfung aufgebaut für Leute ohne Hitzeresistenz. Für Leute mit Hitzeresistenz 3 Punkte. Mit Empfindlichkeit
So, zum Beispiel Ragnar oder Jarlan wären es 7 Punkte, die ihr an Erschöpfung zurzeit habt. Das heißt 4, 3 oder 7. Eure Ausdauer könnt ihr zurzeit noch auf voll setzen. Wir gehen einfach mal von, ja, wir würfeln einfach mal Initiative und dann schauen wir, wer wie weit kommt. Dann gehen wir das Ganze mal einfach von unten nach oben ab. So, 2 Leute fehlen noch. Jo, Sekunde. 6 Stück. Gut, dann fängt Brindigian an. Brindigian ist der Erste, der losläuft und der loslaufen muss. Du bist hitzeresistent, richtig? Beziehungsweise Akklimatisierung habe ich. Akklimatisierung. Okay, dann hast du aktuell 3 Punkte Erschöpfung. Wir merken uns das. Wie hoch ist deine Ausdauer? Ja. 29. 29. Gut, dann kannst du erst einmal für 20 Punkte Ausdauer 30 Sekunden sprinten. Dann kannst du nochmal weitere 15 Sekunden sprinten, dann ist deine Ausdauer leer. Bevor du natürlich auf 0 fällst und damit ohnmächtig wirst, solltest du vielleicht Luft holen. Luft holen kostet dich weitere, naja, 1 Punkt Erschöpfung. Das heißt, du gehst auf 4 hoch und du stellst Konstitution Punkte an Ausdauer wieder her. Wie hoch ist deine K.O.? 13. 13. Dann bekommst du 13 Punkte Ausdauer. Das sind wieder roundabout 15 Sekunden, die du sprinten kannst. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei 1 Minute, die du durchhältst. Und wir können das Spielchen gerne weitertreiben. Du kannst, bevor du wieder auf 0 setzt, den nächsten Punkt, also den zweiten Punkt Erschöpfung, zusätzlich zu den 3, den du sowieso schon hast, weitere Ausdauer wieder regenerieren, wieder einen Erschöpfungspunkt bekommen und weiterlaufen. Du kannst dir vorstellen, dass du mit diesen Werten ungefähr nach, lass mich nicht lügen, sagen wir einfach mal 5 Minuten fällst du ohnmächtig um. Ja, ich weiß nicht, also das Gras ist ja ungefähr ja, ein bisschen schneller als ein Fußgänger. Komme ich weiter, wenn ich einfach Dauerlauf mache, statt direkt loszusprinten? Den Movimento. Also Nee, regeltechnisch Movement. einfach so einen Dauerlauf machen, statt loszusprinten. Das kommt quasi aufs Gleiche hinaus. Du liegst dann zwar weniger schnell ja, Entfernung zurück, aber also du kannst bam, du kannst länger laufen, aber legst die gleiche Entfernung zurück. Das wird dir also nicht helfen. Also nach ungefähr 15 Minuten und wir brauchen keine Athletikprobe, weil du sowieso irgendwann umfällst. Du wirst es auf alle Fälle nicht schaffen, innerhalb von 10 Minuten das andere Ende zu erreichen. Dementsprechend fällst du irgendwann um. Wollen wir das für den nächsten auch machen? Ich glaube, Rodrigo kommt etwas weiter mit mit seiner Ausdauer. Wir rechnen einfach nochmal durch. Rodrigo, du bist nicht hitzeempfindlich, Das stimmt nicht. aber auch nicht irgendwie mit einer Hitzeempfindlichkeit, mit einer. Ich habe keine Hitzeresistenz Genau und das ich habe meine ich. keine Hitzeempfindlichkeit. Okay, dann stehst du aktuell bei 4 Punkten. Wie hoch ist deine Ausdauer? Meine Ausdauer 44. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Dann kannst du über 1 Minute lang laufen, bevor du das allererste Mal Luft holen musst. Wie hoch ist deine K.O.? 15. 15. Dementsprechend wirst du wahrscheinlich mehr als doppelt so weit kommen als der Maraskaner. Und ich darf auch 2 Punkte mehr Erschöpfung ansammeln. Weil Weil ich habe du. den Vorteil Ausdauer 3 und damit ist meine Erschöpfungsschwelle, bevor ich überhaupt Erschöpfung bekomme, um 2 Punkte höher. Oh yeah. Und Das wahrscheinlich heißt, du über wirst Anstrengung. die, ja, weiß ich nicht, dann wirst du wohl 10 Minuten laufen können, bis auch du dann von deinem Gewicht niedergerungen wirst. Irgendwie sowas. Auf alle Fälle kommst du sehr viel weiter als Brindigian und du weißt ja, der Letzte wird gefressen. Genau, das heißt, nach 7 Minuten kann ich anfangen zu joggen. Genau. So, 16, 17.